Gude, hier ist der Möller. Und heute geht's am Golf weiter. Heute wollen wir was an der Motorlagerung ändern. Und zwar die vordere und hintere Drehmomentstütze. Denn da habe ich das Problem, dass der Motor einfach zu sehr kippt. Denn ich habe damals bei der Restaurierung das hintere Lager aus dem Zubehör genommen. Es war aber so ein No-Name-Produkt. Da ist der Gummi viel zu weich und das Ganze bewegt sich zu sehr. Und dann stößt halt ein Teil von meinem Motor an. Und damals ist schon die Ansaugbrücke angestoßen. Jetzt, wo ich die Einzeldrosseln drauf habe, habe ich das Problem nicht mehr. Aber dennoch bewegt sich der Motor zu sehr. Und das muss ich ändern. Und dementsprechend kommt jetzt ein anderes Motorlager hinten rein und vorne machen wir eine PU-Buchse und dann sollte das behoben sein. Ja, hier haben wir das Motorlager, was hinten am Getriebe ist. Wenn man es anfasst, da ist der Gummi schon viel härter, das wirkt viel hochwertiger, das jetzt von Meile. Das andere war ein No-Name-Lager. Ja, damit wird es keine Probleme geben. Und vorne machen wir eine PU-Buchse rein von Powerflex. Schwarze Serie, da habe ich gleich Sätze genommen und dann sollte das Problem behoben sein, dass der Motor sich zu stark bewegt und dann anstößt. Hier haben wir das vordere Gummilager, das hintere haben wir schon getauscht, müssen wir nur noch reinschrauben. So, hier haben wir das vordere und das hier ist das Gegenstück, der hat jetzt vorne am Querträger, der am Motor und da haben wir so schon hier ein bisschen Luft, das sind locker mal 2-3 mm, eher 3, ja, und das macht na klar auch schon viel aus. Das sieht, es sind jetzt hier nur ein paar Millimeter, aber das macht dann am Ende doch ein paar Grad aus. Hier haben wir die PU-Buchse, die muss dann hier rein. So, die sitzt hier jetzt richtig bündig drin. Das ist gleich was ganz anderes. So, jetzt müssen wir hier noch den Gummi runterkloppen und das Ganze zusammen machen. Mal gucken, wie leicht das drunter geht. Wahrscheinlich runterschneiden ist einfacher. Gucken wir mal. Ja, ging jetzt doch leichter wie gedacht. Ich konnte ihn jetzt einfach runterdrehen und es jetzt auch noch genauso leicht da reingeht. Das na klar nicht. So, ein bisschen sanfte Gewalt anwenden. War ja klar. Zack, ist es drauf. Gegenstück dran. So. Und schon haben wir überall die neuen Lager drin. Jetzt schrauben wir es noch rein. Und dann war es das auch schon. Testfahrt machen wir dann erst die Tage. Da habe ich jetzt die Woche keine Zeit mehr. Ja. Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Ich sag mal, bis dahin und schön mit Öl.